Salü Leute, wir machen eine Aprikosentart. Einfaches, leckeres Rezept. Hast du? Ja. Ja, was brauchen wir dazu? Außer den Aprikosen. Wir haben Mehl, wir haben gemahlene Mandeln. Wir machen einen Mürbeteig, halt mit Mandelanteil. Braunen Zucker, Vanille, gemahlene Vanille. Wir machen ihn diesmal vegan. Ich wechsle ja immer mal, zeig mal einen veganen Teig, mal den klassischen mit Ei. Deswegen haben wir jetzt Sojamilch und Margarine. Rezepte schreibe ich wieder beide rein. Der einzige Unterschied ist ja Butter dann rein und Ei rein anstatt. Als Auflage haben wir Sojajoghurt. Den machen wir mit etwas Maisstärke. Das wäre halt der Creme Fraiche Ersatz ansonsten. Oder ist der Ersatz für die Creme Fraiche. Und dann brauchen wir ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitronensaft und Vanille. Wir schachten mit dem Teig. Ihr könnt das Ganze natürlich wieder im Mixer machen zu Hause. Ich zeige es ja ganz gerne mal so, dass es auch so geht, wie das halt früher, naja, vor Strom da ging. Ging ja auch alles. Okay. Zucker, alles zusammen rein. Einmal anrühren. Dann kommen einfach alle Zutaten dazu. Ich mache das nur nach und nach, weil es halt, wenn man es manuell macht, sich dann ein bisschen einfacher verarbeiten lässt. Im Mixer kippt ihr alles einfach rein. Das ist ja ein Mürbeteig, von daher haben wir kein Backtriebmittel drin. So, das Mehl hinzu. Ist ein 550er Weizenmehl. Ich persönlich empfehle das hier immer. Das 405er, was man normalerweise kauft, ist mir persönlich zu langweilig. So. Wenn man es manuell macht, nützt das nichts. Dann muss man da mit der Hand rein. Da wir ihn gleich in die Form drücken, müssen wir den auch gar nicht so stark verarbeiten. Im Prinzip, was machen wir hier? Das sind ja fast Streusel. Nur der Feuchtiganteil ist höher, ansonsten ist es absolut ein Streuselteig. Einmal kurz zur Kugelform. Kann man natürlich auch vormachen oder in den Kühlschrank legen. Wir haben jetzt hier eine gefettete Form, die mit ein bisschen Paniermehl ausgebreitet ist. Ich drücke den schon mal an. Drücken wir rein. Dann habe ich diese französischen Tartformen. Das sind ja somit meine Lieblingskuchenformen. Ich habe damit noch nie Probleme mit gehabt, dass der Kuchen angebappt ist. Ich finde, sie sehen auch optisch sehr schön aus. Lassen sich super einfach sauber machen. So. So ein bisschen den Rand hochdrücken. Okay. Und weiter geht's mit den Aprikosen. Die entkernen wir jetzt, einfach halbieren und den Stiel hier noch raus, ne, wenn der Ansatz da ist. Jetzt werden die Aprikosen erstmal mariniert. Dafür haben wir Vanille. Ich kann natürlich auch Vanillezucker nehmen, etwas Zitrone und ja, wieder Rohrzucker. So, und wir machen dem Ganzen mal ein bisschen Pfiff. Etwas Thymian. Thymian und Aprikosen passen sehr, sehr gut zusammen. Auch Lavendel zum Beispiel. Aber jetzt ist gerade Thymian. Der blüht gerade so schön. Wenn ihr Zitronen-Thymian hättet, dann könntet ihr jetzt auch den Zitronensaft sein lassen. Aber so braucht das schon beides. Das heben wir jetzt runter.
sollte so sein, dass die Aprikosen schon so gezuckert sind. Dass man das Gefühl hat jetzt, da ist schon richtig Zucker drauf. Das Schwarze ist natürlich jetzt hier gemahlen in Vanille. Das wäre bei Vanillezucker dann nicht so deutlich. Gut, dann machen wir unseren Creme Fraiche-Ersatz. Sojajoghurt. Ungefähr 5 zu 1, 5 Esslöffel Sojajoghurt, 1 Esslöffel Maisstärke. Man muss die ein bisschen abwenden. Es gibt auch vegane Creme Fraiche, die gibt es aber relativ selten noch zu kaufen. Ich habe sie schon mal gehabt, aber Creme wüsste ich selbst nur ein Geschäft, die das führt. So, ein bisschen verrühren und dünn drauf verteilen. Andere Alternative ist natürlich mit Aprikosenmarmelade zu arbeiten. Das wäre dann auch eine klassische Variante aus Frankreich. Da wird es mal mit Creme Fraiche gemacht, mal mit Aprikosenmarmelade. Das ist einfach mal. Auch Frankreich ist groß, die Regionen sind groß. Und manchmal kocht ja nur jedes Dorf anders. So, dann die Aprikosen. Wir schneiden sie immer so ein bisschen ein, damit sie einfach runterkommen. Sonst bleiben die so hoch, ne? Das ist einfach ein bisschen komisch beim Backen auch. Oder so rein. Gut, ich habe den Backofen schon mal vorgeheizt auf 200 Grad. Und da geht er rein. Wie lange ich ihn drin habe, sage ich gleich. Die Tat war genau 25 Minuten drin, bei 200 Grad Umluft. Wenn ihr sie ein bisschen dunkler haben wollt, dann macht ihr ein bisschen Puderzucker oben drauf und gebt die letzten 5 Minuten Oberhitze. Oder die letzten 2-3 Minuten, richtig, je nachdem wie hoch ihr es dreht. Da müsst ihr längst dann dabei bleiben. Noch ein bisschen Feuchtigkeit hier, das setzt sich nach so ein paar Minuten. Und dann kann man die Tat genießen. Bon Appetit wünsche euch, euer Bierkoch. Ja, sehr gut, passt dazu auch ein Vanilleeis. Wir lassen mal die Eis-Playlist unten anlaufen. Mit Ei haben wir das Vanilleeis drin und Sahne. Wir machen das auch vegan. Das ist letztes Jahr, ist das Video einfach nichts geworden, aber das machen wir auch demnächst nochmal. Aber da findet ihr ganz viele Sachen, sowohl vegan als auch klassische Rezepte. Ein ganz tolles Walnusseis, ein Erdbeersorbet. Erdbeerzeit ist jetzt, ja,